Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute aus etwas ungewohnter Umgebung, denn ich filme ja in der Schule hier. Hintergrund ist einfach, dass ich gerade ein bisschen Zeit übrig habe und dachte, komm, die nutze ich sinnvoll und produktiv und setze mich hier in unser kleines Studio und versuche euch ein bisschen was über heute, ja den Einstieg quasi in SQL zu erzählen. Viel Spaß! Ja, um was geht es mir heute? Ich habe heute mit euch vor, darüber zu sprechen, wie man jetzt ein relationales Modell, sofern man es denn erstellt hat, in SQL überführt. Wir haben ja schon über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, über Normalisierung, wir haben darüber gesprochen, wie man generell ein Entity-Relationship-Modell erstellt, wie man also vom Entity-Relationship-Modell in das relationale Modell kommt und so weiter. Aber jetzt so langsam wird es ja auch Zeit, dass wir die Sache mal bei der Wurzel packen und jetzt sagen, okay, alles, was auf dem Papier bisher gelaufen ist, war gut und schön, ja, aber jetzt wollen wir das Ganze auch mal auf den PC überführen. Ne? Also solche Modelle wie hier zum Beispiel, so ein Entity-Relationship-Modell, wie wir es hier haben, ne, das kennen wir noch. Und solche Modelle möchten wir jetzt also in den Betrieb überführen. Dazu muss ich also aus diesem Entity-Relationship-Modell, das mache ich jetzt heute gleich der Reihe nach mit euch, erst ein relationales Modell erzeugen. Ja, und dann später werden wir uns anschauen, wie man jetzt dieses relationale Modell mit Hilfe von SQL, der Structured Query Language, ne, die sieht man hier schon so ein bisschen, da habe ich euch ein paar Befehle heute mitgebracht, wie man das Ganze jetzt also umsetzt. Ja, das ist also so für heute der, ja, wie soll ich sagen, das ist für heute der Fahrplan. Und ihr seht, wir haben also viel zu tun. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was vorweg, wenn euch dieses Video hier irgendwie jetzt ein bisschen weit vorgegriffen erscheint, dann habt ihr wahrscheinlich das ein oder andere Video aus der Reihe nicht gesehen. Meine Videos zum Thema Datenbanken sind eine ganze Playlist, also schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei, sucht die entsprechende Playlist raus und dann fangt vielleicht ganz von vorne an zu schauen, um hier auch wirklich folgen zu können. Noch eine andere Sache, noch ein anderer Disclaimer. Ich werde das Ganze heute mit MySQL im sogenannten XAMPP, also das kennt ihr ja wahrscheinlich, ne, diese Standardlösung für den Schulbetrieb auch, also was viel in der Lehre eingesetzt wird, um eben schnell mal MySQL-Datenbanken und Webseiten und so weiter zu stricken. Mit dieser Lösung arbeite ich. Zur Installation von XAMPP und so weiter sage ich jetzt heute an dieser Stelle nichts. Meiner Meinung nach gibt es dazu A, genügend gute Tutorials. Und B ist das, wenn dann eigentlich ein eigenes Video. Also wenn ihr sagt, keine Ahnung, kommt mit der Installation nicht klar oder ich brauche diese oder jenes oder Hilfestellung, dann ich schaue mal, dass ich vielleicht noch das ein oder andere Tutorial zur Installation hier unten in der Infobox verlinke. Und ansonsten könnte ich natürlich auch selber was drehen, aber das eben nur auf speziellen Wunsch. Okay. Also, fangen wir an zunächst einmal mit dem, was ich eben gesagt habe, das Entity-Relationship-Modell. Nochmal so ein bisschen in der Revision. Ne? Also, Entity-Relationship-Modell, ne, oder kurz ERM, ist also das Modell, was wir ja erstellen, wenn wir zusammen mit dem Kunden im Grunde genommen versuchen herauszufinden, was er in seiner Datenbank möchte. Ja, hier habe ich jetzt nur einen kleinen Teilausschnitt aus einem Entity-Relationship-Modell euch mitgebracht. Ihr seht, hier werden irgendwelche Kunden abgespeichert in der Datenbank mit Name, Vorname und ihrer Kundennummer. Und zu den Kunden werden die erteilten Aufträge abgespeichert. Ein Auftrag besteht in dem Fall jetzt aus einem Datum und aus einer Auftragsnummer. Klar, das ist nur ein Teilbereich aus einer Datenbank. Normalerweise würde jetzt hier natürlich noch mehr dran hängen. Also die Frage ist ja, aus wie vielen Positionen besteht ein Auftrag und welche Artikel verbergen sich hinter welcher Position und so weiter und so fort. Also das hier wirkt jetzt so ein bisschen gekünstelt, ist aber eben einfach nur ein Ausschnitt aus einer Datenbank, weil ich heute natürlich nicht eine ganze Datenbank mit euch anlegen möchte, weil dann würden sich A, bestimmte Sachen dauernd wiederholen und B, wären wir nach einer Stunde noch nicht fertig. Aber so ein Entity-Relationship-Modell, das kennt ihr bereits. Wir haben hier eine 1-zu-N-Verbindung, denn ein Kunde kann ganz viele Aufträge erteilen, aber ein Auftrag, ein spezieller Auftrag wird immer nur von genau einem Kunden erteilt. Ja? Und deswegen, weil wir eine solche Verbindung hier haben, wir wissen, der Primärschlüssel von der 1-Seite wird auf der N-Seite als Fremdschlüssel aufgenommen. Unser relationales Modell sieht also wie folgt aus. Die Relation Kunde besteht aus den Attributen Kundennummer, Name und Vorname, wobei Kundennummer ein Primary Key ist. Deswegen habe ich das hier stehen. Ja, Kundennummer ist vom Typ Integer, Name und Vorname vom Typ Varchar.
Und auf der anderen Seite, ne, der Auftrag, die zweite Relation hier ist, besteht aus einer Auftragsnummer auf dem Datum und wegen der Fremdschlüsselbeziehung, ne, auch aus der Kundennummer. Nochmal, Primärschlüssel von der 1-Seite wird auf der N-Seite als Fremdschlüssel wieder aufgenommen. Ja? Deswegen hier also dann Foreign Key. Ja? Das ist das relationale Modell. Wie dieses relationale Modell entsteht, das habe ich euch alles schon lang und breit erklärt. Dazu sollte ich jetzt eigentlich keine Worte mehr großartig verlieren müssen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, müsst ihr halt nochmal zurückschauen. Ja, wenn ich jetzt dieses relationale Modell habe, dann möchte ich von diesem relationalen Modell dann letzten Endes das Ganze in eine Datenbank übertragen. Ja, jetzt möchte ich also ein relationales Datenbanksystem benutzen, um dieses relationale Modell auch wirklich zu implementieren. Ich mache das Ganze jetzt, wie gesagt, mit MySQL. Ich hatte dazu eine Umfrage auf meinem Kanal gemacht, ob ich es mit MySQL machen soll oder vielleicht lieber mit PostgreSQL oder so. Und da haben ganz viele Leute eben für MySQL plädiert. Ich weiß, das ist draußen nicht gerne gesehen und hat in der Praxis, glaube ich, keine riesige Relevanz mehr, aber wird eben in der Lehre einfach häufig genutzt. Und ich mache meine Videos oftmals eben auch für die Leute, die vielleicht jetzt im Moment irgendwo im Unterricht hocken und vielleicht da nochmal die ein oder andere Hilfestellung brauchen oder. Okay, ja, relationales Modell muss also umgesetzt werden mit einem Datenbanksystem und ich habe also dieses Datenbanksystem MySQL gewählt. Die Umsetzung im Datenbanksystem funktioniert also folgendermaßen. Ich habe die sogenannte Structured Query Language. Das ist das, was wir landläufig als SQL bezeichnen. Ja. Die Structured Query Language. Mit dieser Sprache kann ich also, eine Language-Sprache, das deutet ja schon darauf hin, kann ich also Anfragen an meine Datenbank senden oder Befehle an meine Datenbank senden und das Datenbanksystem wird diese Befehle dann letzten Endes in etwas umsetzen. Genauer gesagt sende ich diese Befehle an das Datenbankmanagementsystem und dann passiert also in der Datenbank etwas. Ja. Ich muss also mithilfe der Structured Query Language meine Tabellen mit den Attributen erzeugen und die Tabellen dann später miteinander verknüpfen. Dazu nochmal ein Hinweis. Ich habe jetzt diese ganzen Tabellen und die werde ich jetzt hier zwar alle anlegen, ja, aber ich werde es so machen, dass ich die, wie soll ich sagen, diese Verknüpfung jetzt noch nicht erstelle. Also vielleicht nochmal hier. Also das Tabellen mit Attributen erzeugen, das machen wir heute. Die Tabellen miteinander verknüpfen, also die richtigen Fremdschlüsselbeziehungen zu erstellen, das mache ich in einem eigenen Video. Das mache ich deswegen in einem eigenen Video, weil es ein komplexeres Thema ist und weil man dazu auch ein bisschen was wissen kann, muss und sollte. Und ich habe es jetzt hier schon mal mit aufgenommen, weil es eben in den grundsätzlichen Prozess eigentlich mit reingehört. Aber was wir heute machen, ist also nur hier oben der erste Teil. Ne? Und die Tabellen miteinander verknüpfen, auch mit Hilfe dann später von Beispieldatensätzen und so weiter und so fort, das machen wir erst später. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, das fehlt jetzt einfach in diesem Video oder so. Nein, das ist nicht der Fall. Bevor ich jetzt die Tabellen in SQL erzeugen kann, ja, muss ich mir zunächst einmal eine Datenbank überhaupt erzeugen, denn nur dann kann ich in SQL die Tabellen auch erzeugen. Also es ist immer so, ich habe eine Datenbank in meinem Datenbanksystem und in der Datenbank habe ich also bestimmte Tabellen. Dazu habe ich jetzt hier bereits XAMPP gestartet. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Hier seht ihr es. Ich habe bisher nur Apache und MySQL gestartet. Selbst den Apache hatte ich eigentlich nicht gebraucht. Den brauche ich wahrscheinlich erst in späteren Videos. Aber nichtsdestotrotz. Und ich habe mir eine Shell geöffnet. Ne? Das ist passiert hier, wenn ich hier auf den Button Shell drücke, hier oben. Und diese Shell ist jetzt also eine spezielle Eingabeaufforderung mit einem, ja genau, a Setting Environment for using XAMPP for Windows. Das heißt also, ich bin jetzt hier ja, in einer etwas speziellen Shell, in der ich jetzt in die Datenbank wechseln kann. Und das mache ich jetzt auch. Wie mache ich das am besten? Nun, ganz einfach. Ich rufe also den Befehl MySQL auf. Ja. Jetzt muss ich zunächst, wenn ich MySQL starten möchte, muss ich zunächst sagen, als welcher Benutzer ich mich verbinden möchte. Das mache ich mit dem Schalter oder mit dem Parameter -u. Und jetzt gebe ich den Benutzernamen an. Ja. Wenn jetzt für diesen Benutzer ein Passwort existieren würde, was jetzt bei der Standardimplementierung von XAMPP nicht der Fall ist, müsste ich mit -p auch noch das Passwort angeben. Ja. Oder ich müsste zumindest schreiben -p, dann würde ich nach einem Passwort gefragt. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht, denn bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass der Benutzer root ganz ohne Passwort hier
ja, implementiert ist. Also es ist natürlich kein guter Stil, das muss man schon dazu sagen. Ne? Also in Produktivsystemen will man das natürlich bitte niemals machen. Okay, jetzt sehen wir hier also das Datenbankmanagementsystem und die Verbindung zum Datenbankmanagementsystem. Und nochmal, ich habe es ja hier bereits geschrieben, ne? Ich muss jetzt in allererster Linie eine Datenbank erzeugen. Ich nenne jetzt diese Datenbank hier bei mir kurz WWS, das steht dann für Warenwirtschaftssystem oder sowas. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das hier irgendwie so eine Art Warenwirtschafts- und Kundenverwaltungssystem ist, könnte das also WWS heißen oder wie auch immer, völlig egal. Es gibt der Datenbank aber einen Namen, unter dem ich mir was vorstellen kann. Also Create Database WWS. Ja. Alle Befehle in SQL werden mit einem Semikolon abgeschlossen. Dazu jetzt gleich mal etwas mehr. Also ich habe jetzt hier den Befehl Create Database WWS aufgeschrieben. Ne? Das ist halt die bestimmte Syntax davon. Also mit Create werden Sachen angelegt. Danach muss ich sagen, was ich anlegen will. Eine Database, eine Tabelle oder was auch immer. Und dann gebe ich dem Ding einen Namen. Wenn ich jetzt einfach Enter drücke, ohne ein Semikolon einzugeben, dann seht ihr jetzt hier in MariaDB oder MySQL, seht ihr jetzt hier, dass jetzt hier so ein Pfeil kommt, ja, und dieser Pfeil, ja, der sagt also, jetzt gib weiter ein. Das heißt, ich habe jetzt im Grunde genommen gesagt, okay, der Befehl geht weiter, aber in einer neuen Zeile. Ich kann also hier Befehle in mehr Zeilen runterbrechen, wenn ich das möchte. Ich werde euch gleich zeigen, wo das vielleicht noch ganz praktisch ist, um die Übersicht besser zu gewährleisten. Aber der Befehl wird also erst beendet, wenn ich ein Semikolon eingebe und nicht vorher. Jetzt ist es so, als hätte ich als Befehl geschrieben, Create Database WWS mit einem Semikolon. Ja? Das heißt, die beiden Zeilen werden einfach zusammengesetzt und dann ausgeführt. Ich könnte also sogar sagen, Create Database WWS 2, Semikolon, wäre also eine Möglichkeit. Ich kann auch sagen, ich sage nur Create, dann Database, dann WWS 2 und dann Semikolon. Das ist jetzt nichts anderes als die Tatsache, dass ich eine weitere Datenbank hinzugefügt habe. Die schmeiße ich jetzt aber erstmal wieder weg. Job Database WWS 2. Bing, bing. So, raus ist sie. Ne? Zu den ganzen Befehlen, die ich jetzt hier benutze, natürlich könnte ich die jetzt alle akribisch aufzählen und machen und tun, aber dafür gibt es jede Menge gute Referenzmanuals, mit denen ihr euch diese Befehle also anschauen könnt. Ich habe sie jetzt hier in meiner Mitschrift ja drin. Ne? Hier seht ihr das, Create Database WWS. Ne? Und von daher werde ich jetzt nicht noch großartig drauf eingehen. Ihr seht jetzt hier in meinen eckigen Klammern steht noch None drin. Das heißt also, bisher wird noch keine Datenbank, habe ich noch keine Datenbank ausgewählt, auf der ich also arbeite. Das heißt, ich muss jetzt erst eine Datenbank auswählen und das mache ich mit Use und dann der Name der Datenbank. Ja, jetzt sagt mir also auch das Datenbankmanagementsystem Database Change. Du arbeitest jetzt auf der Datenbank WWS und das sieht man jetzt hier auch sehr schön. Okay, als nächstes muss ich jetzt die Tabellen in meiner Datenbank erzeugen und die Tabellen in meiner Datenbank erzeuge ich, indem ich einen Namen der Tabelle festlege. Das ist der Name meiner, ja, das ist in der Regel der Name der Entität aus meinem IAM, ne? Oder in meinem relationalen Modell ist es dann eben der Tabellenname oder Relationsname. Ja? Und dann muss ich für alle Spalten von 1 bis n, je nachdem wie viele meine Tabelle hat, muss ich festlegen, wie die Spalte heißt, von welchem Typ sie ist und ob sie irgendwelche speziellen Eigenschaften hat. Ja? Ich zeige euch das mal hier. Ja? Die Syntax des Befehls sieht also folgendermaßen aus. Create Table ist klar. Ja? Das, ich sage also, erstelle eine Tabelle und sie heißt Kunde. Ne? Das hier ist der Name. Ich versuche das hier immer mit dem Unterstreichen in der gleichen Farbe irgendwie so ein bisschen hinzukriegen. Also der Name hier dieser Tabelle ist Kunde. Dann mache ich eine Klammer auf und jetzt schreibe ich also, es gibt eine Spalte namens Kundennummer. Sie ist vom Typ Integer und sie ist der Primärschlüssel. Ihr seht also, ich gebe an, Kundennummer ist der Name der Spalte, Integer ist der Typ der Spalte und Primary Key ist eine der speziellen Eigenschaften dieser Spalte. Ich könnte noch mehr angeben, dazu aber dann sicherlich später etwas mehr. Eine zweite Spalte, die kommt dann durch Komma getrennt. Ich mache hier vielleicht dieses Komma mal schwarz. Ja, durch Komma getrennt erzeuge ich dann die nächste Spalte, die heißt Name, also Vorname oder nee, Nachname des Kunden in dem Falle, vom Typ Varchar und 20 Zeichen maximal lang. Das habe ich jetzt mal so festgelegt. Dann noch ein Komma. Dritte Spalte der Tabelle lautet Vorname, ebenfalls vom Typ Varchar mit 20 Zeichen festgelegt in der Länge. Okay, und hier zeige ich euch jetzt also, dass das eventuell auch ganz praktisch sein kann, wenn man so etwas dann mehrzeilig macht, weil man dann leichter die Übersicht behalten kann. Also ich könnte jetzt hier schreiben, Create Table Kunde, Klammer auf, Kundennummer, ich glaube, ich habe KDNR geschrieben, ist das richtig? KDNR, genau, Kundennummer int Primary
Key und dann Komma und dann sage ich Name, Vacha 20, Vorname, Vacha ebenfalls 20. So. Jetzt sieht man aber schon, das ist nicht so sonderlich übersichtlich. Ne? Also in SQL ist es manchmal schöner, wenn ich mir etwas mehr Zeit lasse und Absätze einfüge. Das heißt ja Create Table Kunde. Und jetzt habe ich also meine erste Spalte und die erste Spalte heißt Kundennummer. Sie ist vom Typ Integer und ist Primary Key. Ja, dann mache ich ein Komma und jetzt mache ich wieder Enter und sage dann, okay, Spalte 2 ist Name, ist vom Typ Vacha 20 Zeichen lang, Komma. Dritte ist Vorname, Vacha 20 Zeichen lang. Ja? Und das ist jetzt auch meine letzte Spalte, deswegen mache ich jetzt einmal Enter ohne ein Komma dazwischen, mache dann die Klammer zu, das ist die, die ganz oben in der ersten Zeile aufging, bei Create Table Kunde, und ein Semikolon. Ja. Und jetzt habe ich also eine Tabelle erstellt, ja, die in meiner Datenbank drinnen liegt. Und ich habe es halt über mehr Zeilen gemacht, damit es einfach übersichtlicher ist. Show Columns from Kunde würde mir jetzt diese Tabelle auch zeigen. Ich mache das mal ganz kurz. Hier sehen wir jetzt also nochmal die Tabelle, die angelegt wurde. Ja. Ich habe also angelegt das Feld Kundennummer vom Typ Integer. Ja. Hier ist auch eine Länge drin, das ist die Standardlänge, der Standardwert. Darf diese Spalte 0 sein? Nein, die darf nicht leer sein. Warum darf die Spalte nicht leer sein? Weil es eine Primärschlüsselspalte ist. Ja. Alles Weitere besprechen wir später. Dann gibt es eine Spalte Name vom Typ Vacha 20, die darf leer sein. Und eine Spalte vom Typ Namensvorname vom Typ Vacha 20, die darf auch rein theoretisch leer sein. Okay, jetzt habe ich also diesen Befehl hier soweit erstellt, ja, und also die Tabelle erstellt mit dem Befehl, und hier habe ich jetzt noch eine zweite Tabelle, nämlich die Tabelle Auftrag. Auch hier wieder, ne, die Tabelle hat einen Namen, jede Spalte hat einen Namen, jede Spalte ist von einem Typ und manche Spalten haben einen Spezialwert. Ne. Auch hier Spalten werden dann voneinander mit dem Komma getrennt. Okay, dann machen wir das auch noch. Also Create Table Auftrag, ja, Klammer auf, und dann ich brauche die Auftragsnummer vom Typ Integer, die ist ein Primary Key. Und ich habe das Datum vom Typ Date, ja, den Datentyp gibt es in SQL also auch. Ja. Und ich habe die Kundennummer, das ist mein Fremdschlüssel. Deswegen muss Kundennummer natürlich ebenfalls vom Typ Integer sein. Denn wenn ich sage, also der Wert hier in Kundennummer entspricht dem Wert in Kundennummer in der Kundentabelle und in Kundentabelle ist die Kundennummer ein Integer, dann muss es hier natürlich auch ein Integer sein. Also die Datentypen müssen dann zwangsläufig übereinstimmen. So, damit habe ich jetzt also auch diese Tabelle angelegt, ja, und habe also insgesamt zwei Tabellen jetzt in meiner Datenbank angelegt. Nochmal hier ein kleiner Hinweis zur Syntax vom Create Table. Ihr seht also, letzten Endes wird also mit Komma immer die neue Spalte abgetrennt, also die nächste Tabellenspalte, und die Leerzeichen trennen quasi die Eigenschaften, Namen und so weiter von jeweils einer Spalte. Also ihr seht, wir haben jetzt hier, mache ich mal blau, das hier ist also eine Spalte und das hier ist eine Spalte in der Tabelle und das hier ist eine Spalte in der Tabelle. Ja, und damit kann ich also letzten Endes das ganz gut, oder ich denke, so lässt es sich hier ganz gut erkennen, ne? Kommas trennen also die verschiedenen Spalten voneinander ab und die Leerzeichen trennen also dann letzten Endes ja, die Eigenschaften und so weiter der verschiedenen Spalten voneinander ab. Ja, ihr Lieben, das war es soweit. Übrigens, oder vielleicht noch als Hinweis, ich muss jetzt in SQL, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, ich muss jetzt in SQL nicht mehr irgendwie speichern oder sonst irgendetwas machen. Also wer jetzt hier vielleicht so aus der Textverarbeitung und anderen Ideen herkommt, von anderer Software herkommt, ne, da wo ich immer speichern muss, das muss ich hier in den Datenbanken nicht machen. Also alle Dinge, die ich jetzt in meiner Datenbank in Anführungsstrichen angetan habe, sind automatisch gespeichert. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich gesagt, quit, ja, bin also raus aus MySQL und sage MySQL-U, gut, gehe da nochmal rein, use WWS, ja, und dann sage ich Show Tables, ja, dann sehe ich also, es gibt hier zwei Tabellen, einmal die Tabelle Auftrag und einmal die Tabelle Kunde, ja, und jetzt kann ich sagen Show Columns from Auftrag, und dann werde ich also auch sehen, okay, da schaut einer an, ja, alle meine Spalten sind drinne, alle Datentypen sind drinne, alles ist so, wie ich es vorher gemacht habe. Das heißt, ich muss in SQL nicht speichern, sondern alles, was ich mache, wird zwangsläufig und ganz automatisch gespeichert.
Ich muss nicht sagen, okay, ich habe jetzt folgenden Befehl abgegeben und jetzt speichere das auch noch bitte, sondern in dem Moment, wo ich den Befehl absende, ist das für MySQL auch automatisch die Anweisung, diesen Zustand in der Datenbank so zu speichern. Ja, in den nächsten Videos werde ich euch natürlich noch viel mehr SQL-Befehle vorstellen. Wir werden uns also auch noch anschauen, wie ich, sage ich mal, ausgepufftere Sachen mit Tabellen machen kann, also welche Datentypen gibt es noch. Wir werden uns angucken, wie funktioniert das jetzt mit diesen Schlüsseln und was ist eigentlich ein Constraint. Und wir werden noch sehen, wie ich dann letzten Endes Abfragen auf den Tabellen machen kann. Also wie kann ich mir Tabellen ausgeben lassen? Wie kann ich mir nur bestimmte Inhalte oder bestimmte Teile von Tabellen ausgeben lassen? Wie kann ich Tabellen miteinander verknüpfen? Alles das, ja, wofür ja die Fremdschlüsselbeziehungen auch eben da sind, alles das kommt also noch. Aber wie immer machen wir eins nach dem anderen, so wie sich das gehört. Wenn es euch gefallen hat, was ich euch hier heute erzählt habe, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat und ihr denkt, ihr wollt noch mehr von mir hören und sehen, dann wäre natürlich ein Drück auf den Abo-Knopf total super. Ansonsten, ja, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr habt hier was mitgenommen. Und wenn es nicht so ist, dann könnt ihr mir vielleicht einen Kommentar hier unten da lassen und mir was sagen, wie ich es vielleicht beim nächsten Mal besser machen sollte. Ne? Also dann, ihr Lieben, macht's gut. Bis bald. Ciao.